Zum Abschluss nochmal eine Vitrine voller Figuren, voller tönerner Figuren aus der Hanzeit, aus der östlichen Hanzeit. Das sind allesamt Musikanten und Tänzer und man sieht auch einige Musikinstrumente, beziehungsweise zwei Musikinstrumente. Bei den Figuren, die man als Grabbeigaben hinzugegeben hat, waren halt wirklich alle möglichen Bereiche des täglichen Lebens vertreten. Da waren Händler, die irgendwie gerade ihre Waren verkauft haben, da waren Köche, die gerade Essen zubereitet haben. Es wurde aus Ton wurden auch teilweise nicht nur Gebäude nachgebaut, sondern auch Felder, auf denen dann halt Ackerbau betrieben wurde. Und natürlich wurden auch Musikanten und Tänzer dargestellt. Mit den Musikinstrumenten verhält es sich so, dass sie klassisch in 8 Kategorien unterteilt wurden. Die sogenannten Bajin, also die 8 Laute oder 8 Geräusche, je nachdem, welches Material den Klang hervorbringt. Wir sehen hier hinten wieder Bianzhong, also ein Glockenspiel. Das sind zum Beispiel Instrumente, die dem Eisen zugeordnet sind oder dem Metall, also metallische Instrumente. Wir sehen hier eine Tonfigur, die spielt Zither. Die ist dem klanggebenden Material Si, also Sitro, Seide, zugeordnet. Es gibt auch Flötenspieler. Rechts neben dem Zitherspieler ist zum Beispiel ein Flötenspieler. Und die Vitrine ist so groß und es sind so viele Figuren da drin, dass ich es nicht hinkriege, sie komplett zu zeigen. Deswegen muss ich einmal die Kamera kurz drehen. Hier sind natürlich wieder weitere Figuren. Es ist eine tönerne Nachbildung hier unten einer Zither, einer Qin. Ist auch ein Instrument, das Töne durch Seide erzeugt, also in die Kategorie S gehört. Und was wir auch sehen, ist hier hinten ein Klangsteinspiel. Da wurden halt Steine, so geknickte Steine, L-förmige Steine, könnte man sagen, in verschiedenen Größen angeordnet. Und die wurden dann halt angeschlagen und der Stein hat einen Ton erzeugt. Und das war dann das Material Sh, also auch eine Kategorie aus diesen Bain ist der Stein als Klangerzeuger. Gut, ich muss gestehen, zum Abschluss komme ich nicht umhin, doch noch ein paar Tierfiguren zu zeigen. Dieser Hund hier ist wirklich sehenswert. Es ist eine Vitrine, wo verschiedene Nutztiere ausgestellt werden. Vorne links sehen wir eine Gans, dahinter ein Huhn mit Küken auf dem Rücken. In der Mitte diesen Hund, der übrigens lebensgroß ist. Man kann sich ganz grob merken, vor der Zehnzeit wurden Menschenopfer mit ins Grab gegeben und nebst vielen anderen Grabbeigaben natürlich auch im Grab von Qin Shi Huang, dieser berühmten Terrakotta-Armee, wurden lebensgroße Tonfiguren beigegeben und danach, also ab der Hanzeit, wurden allerhand Figuren und Gegenstände im verkleinerten Maßstab beigegeben. Und dieser Hund stammt auch aus der östlichen Hanzeit und ist aber trotzdem lebensgroß dargestellt. Von daher ist er schon ein bisschen speziell. Und wenn wir uns die anderen Tiere im Vergleich angucken, sind die ja schon alle erstens mal kleiner als der Hund. Und wenn man sie jetzt im direkten Vergleich hätte, wären sie auch kleiner als das Tier, das sie abbilden. Ich sagte gerade Nutztiere. Man kennt ja dieses tolle Vorurteil oder Gerücht, dass in China Hunde gegessen werden. Das ist in der Tat richtig. Allerdings machen das die Han-Chinesen nicht so exzessiv. Gerade im alten China hatte der Hund, spielte halt eigentlich eher die Rolle eines Jagdhundes und nicht der Nahrungsquelle. Die wichtigste Nahrungsquelle war in der Tat das Schwein mit seinem Schweinefleisch. Und ein Schwein sehen wir zum Beispiel rechts daneben als hinteres Tier.
natürlich auch im stark verkleinerten Maßstab. Aber als Nahrungsquelle dienten Hunde kaum bis gar nicht. Und es ist auch heutzutage noch so, dass Hund zwar gegessen wird, aber als besondere und teure Delikatesse angesehen wird und ihm teilweise auch Heilwirkung zugeschrieben wird. Allerdings wird er sehr selten verzehrt. Anders ist das zum Beispiel in Korea, wo Hundefleisch natürlich auch eine besondere Heilwirkung zugeschrieben wird, aber da ist es etwas gewöhnlicher, dass Hund gegessen wird, und so auch bei der koreanischen Minderheit hier in China.